Elektronische Heizkostenverteiler sind darauf ausgelegt, dass die Wärme des Heizkörpers frei in den Raum strömen kann. Was es im Umgang mit ihnen zu beachten gibt, erfahren Sie jetzt. Oft wird der Heizkörper zum Trocknen von Handtüchern benutzt. Allerdings gibt es unter dem Handtuch dann schnell einen Hitzestau und der elektronische Heizkostenverteiler zählt dadurch zu viel. Das obere Abdeckgitter muss immer frei sein. Der Heizkörper muss sozusagen atmen können, damit die Konvektionswärme zirkulieren kann. Vorhänge, die bis zum Boden reichen, sehen zwar gut aus, hindern aber den Heizkörper am freien Strömen in den Raum. Es kann auch sein, dass der Heizkostenverteiler dadurch zu viel zählt. Ihre Heizkörper sollten Sie nicht mit Möbeln wie Sofas, Schränken, Betten und so weiter zustellen oder gar komplett zubauen. Bei zugebauten Heizkörpern kann nämlich schnell ein Wärmestau entstehen. Dies kann zu einer erhöhten Anzeige der Heizkostenverteiler führen. Damit Ihr Heizkörper über die gesamte Fläche warm wird, muss er korrekt entlüftet sein. Wie Sie Ihren Heizkörper richtig entlüften, erfahren Sie in unserem Video Heizkosten sparen, so entlüften Sie richtig. Dauerhaft gekippte Fenster können in der kalten Jahreszeit dafür sorgen, dass das Thermostatventil durch kalte Zugluft öffnet und der Heizkörper so möglicherweise ungewollt Wärme abgibt. Besser ist es, wenn Sie mehrmals über den Tag verteilt kurz Stoß lüften.